Batman. Ich persönlich kann nicht viel mit diesem Superheldenkram anfangen, aber Batman finde ich einfach klasse. Der düstere Rächer, der keine Superkräfte hat, sondern durch seine Gadget punktet, ist einfach genau meine Geschmacksrichtung. Es gibt natürlich viele Filme mit der Fledermaus und natürlich auch Videospiele. Schauen wir uns mal seinen Debütauftritt auf Nintendo's Handheld an. Was taugt Batman für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien sehr früh im Lebenszyklus des Game Boys 1990 und wurde von Sunsoft programmiert und auch veröffentlicht. Die Story des Spiels basiert lose auf dem aktuellen Batman-Film dieser Zeit. Im Prinzip müsst ihr den Joker stoppen, also wie immer. Im Kern ist das Spiel ein solider Action-Plattformer. Ihr steuert den dunklen Ritter aus der seitlichen Perspektive durch die Level. Er kann dabei springen, kriechen und mit seiner Pistole schießen. Für die Knarre gibt es in den Leveln natürlich auch noch verbesserte Munition und so fliegt eure Kugel zum Beispiel in einer Wellenform den Gegnern entgegen. Kommt euch das komisch vor? Mir auch, aber dazu mehr später. Die Hindernisse könnt ihr bei euren Sprunganlagen dabei teilweise etwas verändern. Überall gibt es diese kleinen Blöcke, die gibt es in hellgrau und in dunkelgrau. Diese könnt bzw. müsst ihr teilweise wegschießen, um eure Sprünge so etwas angenehmer zu gestalten. In den dunkleren Blöcken stecken dabei Goodies wie Extrapunkte, Lebensenergie und die angesprochene Waffenmunition. Großer Wermutstropfen, von den berühmten Batman-Gadgets fehlt jede Spur. Es gibt noch nicht mal eine Seilkanone oder sowas in der Art. Als Gegner stellen hier euch sich relativ lieblos geschaltete Söldner und Roboter in verschiedenen Ausführungen und Gefährlichkeitsstufen entgegen. Sogar die Bosskämpfe sind relativ unthematisch gestaltet, oder erkennt er hier den Joker? Anscheinend dachten sich die Entwickler auch, dass das Gameplay zwar solide ist, aber durchaus Abwechslung nicht schaden könnte. Daher gibt es auch ein Batwing-Level, oder genauer gesagt zwei Batwing-Level, die sich wie ein Seitwärts-Shoot'em abspielen. Ihr fliegt mit eurem Flugzeug durch den Himmel und ballert auf alles, was sich bewegt. Diese Abschnitte sind solide umgesetzt, aber leider gibt es hier keine Waffen-Upgrades und so weiter. Hätte aber auch schlimmer sein können und so lockern die Abschnitte das Ganze doch ganz gut auf. Zusammengefasst wird euch ein solider Action-Plattformer angeboten. Allerdings fühlt es sich schon irgendwie so an, als ob Batman nur übergestülpt wurde. Ich meine, Batman erschießt mit seiner Knarre dutzende Fieslinge? Ich bin bei Superhelden nicht ganz so fest in der Lore verankert, aber die Fledermaus macht doch sowas eigentlich nicht. Abgesehen davon ist alles aber durchaus solide umgesetzt. Der Grafikstil ist, naja, sagen wir mal so ungewöhnlich für ein Batman-Spiel. Der düstere Ritter ist schon sehr gequetscht und klein. Klar, es ist ein früher Titel und da ging man auf Nummer sicher, aber da hätte man durchaus mehr rausholen können. Auch die allgemeine Levelgestaltung sieht relativ eintönig aus. Es ist alles okay, aber jetzt wirklich nichts Besonderes. Der Sound steht meiner Ansicht nach besser da. Er ist solide und die Musik untermalt passend das Spielgeschehen. Was taugt Batman für den Game Boy also heute noch? Wenn ihr ein Batman-Spiel erwartet, dann werdet ihr sicherlich enttäuscht sein. Möchtet ihr einen soliden Action-Plattformer spielen, dann könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Vor allem die Auflockerung mit den Flugleveln hat mir sehr gut gefallen. Leider gibt es jedoch keine Checkpunkte oder Passwortsystem für das spätere Einsteigen. Das war der Test zu Batman für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.